Das kam für mich völlig überraschend. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, weil meine Bekanntheit vor allem nicht so riesig ist, wie jetzt im Gegensatz zu den anderen Sportlern oder gegen die ich in dem Monat angetreten bin. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich war völlig baff, dass ich da, also dass die Leute für mich zugestimmt haben, dass sie so für mich mitgefiebert haben. Auch die Athleten selbst, für mich ist eine Medaille auf jeden Fall mein Ziel. Also ich gehe nirgendwo hin, um nur teilzunehmen. Das war schon immer so bei mir. Sei es eine deutsche Meisterschaft oder sonst was, ich möchte immer Minimum auf dem Podest stehen. Denn die Besten, die aus den olympischen Boxen kommen, werden im Nachhinein auch die besten Profiboxen. Angefangen Muhammad Ali, Mike Tyson, Roy Jones. Also die besten, überhaupt die bekanntesten Namen, haben alle bei Olympia was gerissen. Und das zeigt auch, dass man diesen Weg gehen muss, um später dann erfolgreich zu sein.